So, heute ist es wieder extrem heiß. Heute sind es quasi 40 Grad im Schatten. Jetzt habe ich den gerade mal drin mit dem Wasserschlauch, mit dem Duschaufsatz, das Gehege ein bisschen befeuchtet, sodass die Verdunstungskälte wirken kann, die armen Kleinen. Und jetzt bringe ich den erstmal schön was Saftiges, Frisches zu futtern rein. Das sind auf jeden Fall alles schön frische Sachen, gerade die Wassermelone mit einem hohen Flüssigkeitsanteil und die Möhren, die Karotten, die sind richtig schön kalt. Die lagen nämlich im Kühlschrank, das dürfte jetzt sehr, sehr gut tun. Aber hier im Gehege, jetzt auch gerade durch das Befeuchten mit dem Schlauch, durch die Verdunstungskälte, durch die Plane, durch die komplette Luftzirkulation, es ist wirklich recht gut aushaltbar, muss ich sagen. Übrigens haben wir für Eiscreme, also lila Eiscreme, hier das rechte Böckchen, haben wir jetzt am nächsten Montag einen Termin zur Frühkastration. Bambi, der Schwarz-Weiße, ist noch nicht so weit. Da waren die Hoden noch nicht greifbar. Also man erahnte sie zwar schon, aber die müssen wohl greifbar sein. Das ist bei lila Eiscreme gegeben, aber bei Bambi eben noch nicht. Hier geht wirklich ein permanenter Wind, ne? Also es ist wirklich im Rahmen der extremen Hitze ist es wirklich ganz gut aushaltbar. So, dann lasst es euch noch schön schmecken und nachher gibt es noch ein bisschen mehr. Guten Appetit und bis später. Ich springe jetzt auch gleich mal, wenn es kühle nass. Tschüss!